hallo und herzlich willkommen auf der IFA 2015 in Berlin. Ihr seid hier am Stand von Acer. Ich habe das ganz große Vergnügen, euch heute eine Weltpremiere vorstellen zu dürfen. Unser neues Predator 15 bzw. 17 Zoll Gaming Notebook. Wir haben hier wirklich bei der neuen Plattform alles eingebaut, was man an Hardware momentan in ein Gaming Notebook reinstecken kann. Angefangen von den neuen Intel Skylake Prozessoren der 6. Generation, um genau zu sein ein Intel Core i7 6700 HQ, bis hin zu den neuesten Nvidia Grafikkarten, das heißt eine GeForce 970M mit 3 GB Grafikspeicher beziehungsweise sogar eine GeForce 980M mit 4 GB Grafikspeicher. Bei den Displays haben wir auch besonders viel Wert drauf gelegt. Wir haben immer mindestens ein Full HD IPS Display oder optional kann der Kunde auch ein Ultra HD IPS Display ausstatten. Beide Display Varianten haben immer 100% Adobe RGB Farbraumabdeckung. Beim Thema Massenspeicher kann man auch bis zu 64 GB Arbeitsspeicher DDR4 entsprechend einbauen. Und auch beim Massenspeicher haben wir diverse Konfigurationsmöglichkeiten. In der Spitzenausstattung können wir eine 512 GB PCI Express SSD mit NVMe-Standard einbauen und zusätzlich eine 2 TB Festplatte. Optisches Laufwerk ist natürlich auch mit dabei. Wir können Blu-ray-Brenner einbauen und wir haben uns auch noch mal was ganz Cleveres einfallen lassen für die Leute, die sagen, ich brauche eben doch kein optisches Laufwerk mehr. Und zwar können wir das Laufwerk über ein Quick Release auf der Rückseite ganz einfach entfernen und liefern immer in der Box einen dritten Lüfter mit. Dieser dritte Lüfter wird einfach eingeführt in das Gehäuse, saugt über diese Seite nochmal zusätzliche Luft ein und wird dann entsprechend auf der Rückseite des Geräts nochmal entsprechend ausgeführt. Das sorgt dann bis zu 10% kühlere Temperaturen, wodurch natürlich dann am Ende nochmal das letzte Frame aus den Spielen rauszuholen ist. Beim Thema Sound ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema beim Gaming Notebook. Haben wir beim 17 Zoll Modell insgesamt ein 4.2 Soundsystem, das heißt 1, 2, 3, 4 Speaker vorne und insgesamt 2 Subwoofer. Bei den Anschlüssen haben wir natürlich auch diverse Anschlüsse dabei. Angefangen vom neuen USB 3.1 Type-C Anschluss der 2. Generation, das heißt bis zu 10 Gigabits. Wir haben 2 USB-Ports auf der linken Seite, wir haben 2 USB 3.0-Ports auf der rechten Seite, wir haben HDMI-Anschluss und auch einen vollwertigen Display-Port. Das heißt, man kann 4K 60-Hertz-Signal aus dem Notebook rausführen und das Ganze sogar mit G-Sync. Beim Thema Netzwerkverbindung ist natürlich für Gamer auch immer sehr wichtig, haben wir einen RJ45-Anschluss und ein AC-Modul von Killer. Das heißt, das Gerät unterstützt auch das Double Shot Pro-Feature von Killer. Die Geräte werden voraussichtlich verfügbar sein ab Mitte November und los geht's in einer Ausstattung ab 1799 €. Core i7, GeForce 970M mit SSD, 16 GB Arbeitsspeicher. Da gehen die Geräte los und in der Spitzenausstattung liegen wir bei bis zu 3500 €. Vielen Dank von meiner Seite und noch viel Spaß auf der IFA.